Hallo und herzlich willkommen beim Let's Play Pokémon Schwarz No XP Challenge. Hallo! Ja, ich hab ihn immer noch mit. Ja, immer noch nicht vom Stuhl befreit. Ich schaff das einfach nicht. Ich weiß nicht, warum er es nicht schafft, sich selbst zu befreien. Gut, ja, hier ist Essen. Ich werde gefüttert. Wir sollen mich befreien. Ja, das stimmt auch wieder. Wir können ja jetzt hier uns unterhalten, wie hier so. Ja, und nach der Arena oder so kannst du Drachenmeteor beibringen, was voll viel bringt. Bei deinen Pokémon. Stimmt. Kannst du gucken, welche Pokémon in der vorherigen gut sind und auf ungefähr auf welchem Level die sind. Welches? In der Route vor der Stadt ist ja hohes Gras. Wir können wissen, ja, welche Pokémon das sind. Also dort gibt's das. Ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber ich weiß, dass es da meine ich Level 40 oder so gab. Nee. Ja, wegen weil es da dunkles Gras gab. Ja. Oder kann ich eigentlich schon zur Siegestraße? Komm, ich wette, mich wird doch einer. Keiner hält mich auf, ich kann einfach mal sagen, ich gehe jetzt zur Siegestraße. Ja, wir müssen nicht weiter, Leute. Ich habe auch noch. Ja, also, guck mal in das. Ja, ich meine, es gibt diese Fang, damit auch noch. Route 10 und Route 9 müssten das sein. Geronimats gibt's. Wieso Fang war das? Warte kurz, ich guck kurz nach. Ich würde mein Internet nicht so verbrauchen, weil ich wieder am Rendern bin. Irgendwann platze ich noch. Das ist wahrscheinlich nicht schön, wenn du einfach so aufplatzt. Gucken wir, was gibt es hier? Leoparda. Sehe ich eigentlich nicht ein, dass ich es fangen soll. Ist mir leider nicht so zu schwach. Und es kann noch beiden Dingen, Mogoli. Ja. Ah, was für ein Pokémon Ranger? Ich krieg die ganze Zeit Pokémon Schwarz und du gibst mir Pokémon Ranger, willst du mich verarschen? Wir haben die Unterentwicklung von Mob, die Test. Molly Morba, Hypno Morba. Ich auch nicht, ich weiß nicht. Solange es nicht um die 40 rum ist, bringt es mir das nicht. Was haben wir denn da? Ein Umratütox auf 6 Haben. Hm. Nicht mehr ein Gift. Ich glaube aber ein Gift-Pokémon lohnt sich nicht. Zumindest sehe ich nicht ein, warum ich ein Gift-Pokémon bräuchte. Ja, den Feen-Typ gibt es gar nicht. Ja. Nein. Mhm. Auch euch. Ich auch nicht. Ja, Schnuffler, so schön. Boah, wie alles wieder rumbackt. Ich könnte ausrasten. Boah, ich hasse Rennen. Ich guck lieber nicht nach. Kein Bock mehr. Protestiere ich. Oh, plötzlich, wenn ich protestiere, kommt natürlich Pokémon Schwarz. Oh, ich raste aus. Full Restore. Reine Sprintaktion im Leaderboard. Und du einfach mal nachkriegst, mach ich die Arena. Na, halt sowieso ewig dauern. Ja, das ist halt. Okay, ich geh doch nicht. Das ist André. Oh, okay. Scheiße. Jetzt mitten im Let's Play haben wir noch einen Stargast bekommen. Ja. Wie Lol. Heißen sie denn? Nehmt ihr gerade auf, oder was? Ja. Wir haben vergessen. Also laut ihren Informationen heißen sie, ach, nehmt ihr gerade auf. Ist das nicht ein etwas skurriler Name? Ja, schon. Wer nimmt denn ein schönes auf? Pokémon Schwarz mit Twitch-Challenge. Das weißt du ja, weil du ja der Stargast bist. Du weißt es ja.
dann solltet ihr vielleicht unter euch privat telefonieren. Ah. Ja, wir haben nicht damit gerechnet, dass du kommst. Ja. Diese perversen Anspielungen. Jetzt bin ich da. Ja, jetzt müsst ihr euch einfach unterhalten. Ich mach jetzt die 8. Arena, mach die Unterentwicklung von Maxax. Wanted. What the fuck? Ja, ich bin überwältigt. Und noch hier jeden Trainer einfach aus Protest. Und wegen des Geldes. Okay, warte, ich geh jetzt auf deinen Kanal und dann guck ich, was ihr macht. Wow. Hä? Das bringt dir nichts. Ich hab da gerade mal 3 Videos von dem Let's Play hoch. Ja, und? Pokémon Schwarz No XP Challenge. Ja. Ja, genau. XP und Challenge einmal falsch gespielt. Ja, ach ja, stimmt, da gibt's ja diesen Bug bei dem Bombs. Ja, ganz am Anfang, das war schon richtig geil. Na ja. Und die hat aber getrennt. Nein, das ist mein Let's Play, ganz alleine. Ganz alleine ist das mein Let's Play. Ja. Raphael, ich könnte sich damit nicht quälen. Weißt du, in der Thumbnail sehe ich dann den Affen André. Ja. Na gut. Okay, es gibt Bisofang, Geronimax, Truzasa. Du spielst schwarz, also Caradonis. Welchen Level Caradonis? Ich spiele 41. Nee, ist mir zu niedrig. Ja, bekommst du keine Pokémon. Ich gehe in der Siegelstraße. Mal gucken, welches Level die fangen. Weil ich meine, man konnte Caradonis auf 47 fangen. Glaube ich zumindest. Ist verrückt. Glaubst du allen ernst, du bist so Level da? Staubwolke. Nee, doch nicht in der Siegelstraße, da ist das überhaupt nicht mein. Doch, Platz. Da ist eine Höhle und so. Ja, zumindest gibt's da Stalobor. Das weiß ich. So weit schon? Ja, ich bin gerade den Affen Ohren am Hut. Im Stern schon viel im Voraus auf. Okay, dort gibt es Fermicula von 37 bis 41. Fleeknoll von 37 bis 41. Fornifras von 37 bis 38. Geronimals von 38 bis 40. Kapuno von 38 bis 39. Linfu von 39 bis 41. Selimantur von 37 bis 41. Scharfax auf Level 40. Skalyk gibt es auf Level 38 bis 40 nur in Schwarz. Und Stalobor von auf Level 39 bis 42 im Bodenwert. Ja, aber Caradonis brauche ich eigentlich nicht wegen Kampf. Ich brauche nicht noch ein Kampf-Pokémon. Hab ja schon 3. Stimmt aber wieder. Bin jetzt schon, ich hab den halben Drachen fertig. Yay. Toll, jetzt spiel ich auch Pokémon. Oh. Pocket Monster, Raum ein Kalt Schlimm. Oh. Ich spiel aber Y. De Pocket Monster. Singst du aber? Ich summe, ja. So. Das ist die Deden. Raphael macht einfach jetzt den Hintergrund-Sound mit die Deden nicht gut an. Das muss er jetzt noch 21 Minuten lang machen. Ich glaube, ich schneide das zusammen und mache daraus ein Remix. Das ist kein geil, da so richtig fetten Beat dahinter. Ja, da kommt so Portal-Musik im Hintergrund. Also, eine richtig geile Mucke. Ich schwör. Ich falle auf den Verhöhner rein. Das bloß. Eisenschild. Das wollte ich nicht verschreiben, Raphael, aber. Dann du musst jetzt auch machen. Wenn du jetzt irgendwas zu deinem Team sagst, kann Christian sich das anhören und angucken, ne? Ja, deswegen ja.
kann er das analysieren. Ja, so analysieren. Ja, Stimmlage, dann. Das, nein, analysieren ist ja nicht nur das. Ey, der kommt da mit seinem Hightech-PC, dann seine 500 Monitore, da berechnen, da was, und dann siehst du immer nur Zahlen, da, 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 genau. Und dann am Ende so, das Pokémon ist das. Du hast dieses Pokémon genommen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass er irgendwann mal so viel Geld hätte. Ich glaube nicht, dass er 50 Bildschirme an einem PC schließen kann. Doch, kann man. Doch, das schafft man. Hast du nie irgendwie Science-Fiction-Videos gesehen oder was? Ich nehme dann gerade bei der Systemeinstellung, wo man das mit dem Bildschirm einstellt, diese 50 Bildschirme überall vor, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10. Ey, wenn er der schlauste Mensch der Welt wird, dann kann er das von alleine, dann macht er solche Dinge. Boss, nachdem, wenn er der schlauste Mensch ist. Irgendwann wird es möglich. Irgendwann. Da werden wir nicht mehr leben. Du nicht mehr. Ach, wir haben doch alle ein Zweitleben. Wir leben alle bei Gott. Hallo, du bist doch älter als ich. Das waren nur ein paar Monate, aber. Ihr werdet beide gleich. Nee, du bist der Älteste. Du bist so ein alter Sack. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt bei, ihr bist halt beide gleich scheiße. Ja, ich unterstütze dich und bin scheiße, okay. Ja. Yeah. Was ich gesagt habe, ist falsch. Es ist halt so. Ja, du bist einfach von Natur aus scheiße. Das kann man nichts gegen machen. Wenn ich dieses scheiß Schafax ankotzt. Dieses scheiß Schafax mit seiner scheiß Grauhaut kommt. Ach du Satz, ne? Scheiß Schafax mit scheiß, scheiß Schaf. Ja. Einfach so häufig Shit erwähnen möglich. Natürlich ist mein Pokémon down. Sollte sie auch sein. Der einzige Vorteil ist, dass es keine Nuzlocke ist. Ja, die Flinkklaue greift. Dank sei der Flinkklaue. Ich habe das Gefühl, dass die Flinkklaue nur in Online-Kämpfen nie greift. Sonst immer, nur nicht in Online-Kämpfen. Ach, geht. Das war doch richtig in die Hand. Ja, perfekt. Oh, yay. Ich habe keine Lust jetzt aus der Arena zu gehen. Ich werde jetzt Geld verschwenden, das ist voll schlimm. Wusste du immer. Jetzt im coolen Stil. Wo ist denn mein Beleber? Blablabla. Alter. So, Raphael, kannst du dich noch daran erinnern, wie viel Mumu-Milch wir gekauft haben? Kuhmumu-Milch. Mumu-Milch. Ah, meine Mumu-Milch. Bin behindert. Ja, das bist du wirklich. Ja, ja, aber das schlägt nochmal den Boden aus. Ich habe noch 11 Stück von denen. Oh. 11 Mumus. Boah, ich habe sogar noch einen Supertrank, Junge. Überleg mal einen Supertrank in der 8. Arena. Und das ist übertrieben Hightech. Und alles drum und dran. Warst du nicht dieser komische Trainer mit seinem scheiß Schafwachs? Okay, die Arena hat sowieso nur 3 Möglichkeiten am Pokémon, aber trotzdem. Ein Kapuno. Du bist tot. Sanktoklin. Damit ist der kleine Drache eliminiert. Und wird niemals zum großen Drachen aufsteigen. Schafax. Geht Pokémon jetzt eigentlich mittlerweile wieder? Jo. Ja. Das ging ja schnell. Es ging einigermaßen, aber ist ja egal. Ich hasse Rauhaut. Und Vergeltung. Und Robustheit. Und Robustheit. Aber aktuell hat sich Vergeltung, weil sie mich gekillt hat dadurch. Ja, okay. Es hat mein Kobalion gekillt. Jetzt muss ich noch ein Beleber opfern.
scheiß Schafwachs und ein scheiß Rauhaut. Du Scheiße, falls ich Scheiße nicht erwähnt habe, du scheiß Vieh. Mit Scheiße oben drauf. Ja. Yay, Schafwachs geht mit Sankt Pina ab. Setz den Drachentanz ein. Du letzte Doofs out. Nochmal, der Sankt Pina. Und damit ist Schafwachs besiegt. So langweilig, die Arena. Auch wenn man levelmäßig auf dem Niveau ist. Ah gut, dann solltet ihr mehr Schafwachs aussetzen. Nein, mehr Kapunos. Sundert. Er will sich ein Trikifalor Team of Doom machen. Ja, wo er überhaupt nicht leveln kann oder so. Ja. Ist ja egal. Das ist ja nur Nebensache. Richtig. Nein, eher. Die Gegner sollen mir eher Kapuno entgegenschicken, damit ich zumindest mit Sancto King One hitte. Wow, und Schwert ist das Einfaches. Ja, aber ich möchte es einfacher haben. Sancto King gab es auch schon in der 5. Cool. Spiel die 5. Gen, ey. Ich hab drauf gewartet. Und ich wusste es, dass es kommt. Ja, ich auch. Raphael ist zu berechenbar. Nein, das bist du. Nein. Da. Nein, ich verliere Pokémon-Kämpfe nur durch Dummheit von anderen. Aber nie durch meine eigene. Komm, das war nur einmal. Zweimal! Was? Schon war das zweite Mal, dass ich so verloren habe. Das eine Mal war verdrücken und das zweite Mal war die eigene Dummheit. Das hat mich da ganz ja, die Kämpfe waren immer so knapp, ich war immer kurz vorm Sieg. Kein einziges Mal gewonnen. Ich hab schon ein paar Mal gegen ihn gewonnen. Ja, ich habe den. Ja, what the fuck, was hat sich so oft geöffnet? Was hat sich so häufig geöffnet? Ja. Bei mir gerade. Scheiß Vergeltung. Ich mag die Attacke immer noch nicht. Die macht zu viel Power. Kriegt immer zu oft auf die vorne Seiten, dann öffnen sie sich immer 10-mal. Ja. Geht ja immer auf die schlechten vorne. Ach, scheiße. Ich hasse so vielen Pokémon, wenn es der Gegner hat. Wer hat mich dreimal angerufen? Deine Mutter! Los, danke, Kini. Ja, Rauhaut, ja, ist ja gut. Ich glaube, das war sowieso jetzt der vorletzte Kampf von der Arena. Noob! Ich springe auf den Schalter. Und epische Animationen sind episch und so. Auch nicht. Komm schon. Da ist immer noch ein Trainer, Junge. Wo ist mein Beleb? Wir gehen die Belebers aus. Ich hab keine mehr. Ich hab noch Top-Beleber. Muss ich mir aber auch mal wieder bald welche kaufen, Top-Beleber. Ich bin voll bei Pokémon mit Robustheit als Fähigkeit. Das stimmt. Das wird endlos, wenn du viel kaufst. Ja.
dann muss es noch Eulenhelm tragen. Damit sie dann noch Damage. Ja. Immer wenn es verreckt. Und das kann immer ein Pokémon wieder geben. Du kannst ja auch einen Dragora mit Multischuppe machen und das die ganze Zeit hochreihen. Mit Supertränken oder so. Kaufst du viele Supertränke, das wird eh reichen. Mehr als 50 KP kriegst du eh nicht. Das Problem ist halt nur, ja, wie willst du dir einen Dragoran machen, wenn du nicht mal leveln kannst? Ja, okay, jetzt bei dir schwierig, aber generell. Komm, bitte greif mich an, scheiße. Hätte man recht müssen. Egal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit den Attacken, die ich noch habe, noch kämpfen kann. Los, Eisenschädel, das Viech greift direkt an, komisch. Warum kriege ich nicht die Zurückschreck-Chance von, glaub ich, 30 war's. Ein Drachentanz bringt bei dem Viech eigentlich voll nicht, weil es ist immer noch schneller. Wir müssen zweimal Drachentanz einsetzen, damit Scharfax schneller ist als mein Kobalion. Gut, dass ich die Kenner, die Pokémon, weil ich die 5. Gen so durchgespielt habe. Ja, das ist gesuchtet. Ja, das ist die einzige, die ich noch nicht gespielt habe, aber ich weiß nicht. Kannst du mir ausleihen, oder irgendwann? Ja. Nee, wir wollten das zu dritt mal wieder spielen und dann wollten wir nach jedem Arena-Kampf kämpfen. Das heißt, kauf dir mal. Kannst du ihn aber trotzdem ausleihen. Ich hab schwarz und weiß. Ja? Ja. Sehr cool. Sowas Geld. Stimmt, also würde es doch gehen. Nur dann müssen wir mal online kämpfen. Oh, wäre ja so schlimm. Ja. Oh, jetzt packt das. Aber da ist das Crowdfunding noch schwierig. Ja, da macht man überhaupt keine Crowdfunding, da spielt man nur durch. Crowdfunding. Hör mal. Ja. Ja, ich mach währenddessen den Arena-Leiter platt, kann ich reden. Tu das mal. Ja. Was man so halt ab und zu mal zwischendurch einfach mal macht. Wenn die anderen am Quatschen sind, machen wir mal kurz den Arena-Leiter im Let's Play halt. Den letzten. Warum nicht? Scheiße, er hat einen Hyper-Tank. Fällt mir gerade so ein, ist jetzt gerade stärker. Scheiße. Ich kann nicht mehr schreiben, fuck. Ich muss rendern. Tut mir leid. Dann schick sie uns per Facebook. Das gibt's ja auch nicht, ist ja immer noch Internet anfordernd. Da muss immer auch rendern pausieren, schreiben, wieder neu schreiben. Ja, das ist so. Ja. Nicht so. Boah, wenn man jetzt für einen guten PC spart, dann hätte sich das erledigt. PC spart ich Geldverschwendung. Warum? Ich bin null. Nein! Oh scheiße, die Arena ist so. Ich geh gar nicht so forderlich. Geh doch einfach zu weit, nee. Na, wieso? Ich keine Ferien hab, so wie du. Ja, ist ja nebensächlich. Eine Woche habe ich ja immer. Wow, eine Woche. Und von 6 Wochen hast du 3. Das ist für mich schon viel, hör mal. Ja, für dich. Außerdem arbeite ich, glaube ich, gar nicht mehr bis zu den Sommerferien, weil ich dann entweder in die Ausbildung gehe oder studiere. Ja. Und da habe ich nicht mehr so viel Zeit zum Arbeiten dann. Außerdem wäre es dann Schwarzarbeit, wenn ich eine Ausbildung machen würde. Das wäre dann leicht illegal. Ach. Das sind alles Nebensachen. Darum sollst du dich nur
nicht die den Kopf zerbrechen. Nein, ich wurde schon immer im Knast. Ja. Du wolltest immer mal die Seife aufheben. Ja, ja, beim Zähnengenossen zusammen, ne? Ah, ja. Immer noch. Wahrscheinlich auf seinen Zähnengenossen an Raphael. Ja. Fick dich. Raphael wird ja nächstes Jahr strafmündig, also dann siehst du dann. Also als würde ich in den Knast gehen, ja? Yeah, ich mach doch nichts Illegales. Ist jetzt Essen etwa illegal geworden? Ja, wenn du illegale Sachen isst, ist das auch was. Welche Sachen sind denn illegal zu essen, ja? Essen ist das legalste und besteste, wo gibt, ja? Und ein anderes Hobby habe ich nicht, ja? Vor 3 Jahren strafmündig geworden, erst keine 13. Naja, aber er hat jetzt die Erwachsenenstrafe, sonst wäre er im Jugendknast gelandet wie du. Knast ist Knast. Also ich lande doch ab, wenn ich nicht darf sein, dann kommt nicht. Das war aber im getrennten Knast. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht 18 werde, in Knast gehe, dann geht er aber noch im Jugendknast. Das will ich ja nicht. Ja, jetzt musst du erwarten, dass er 18 wird. Bist du alt am Leben. Wenn das jetzt... Da muss ich ja noch... Warte. Da muss ich noch 4 Monate warten. Und dann, ja gut, dann kann ich noch harzen, cool. Dann kann ich das alles machen. Dann geht's doch noch. Harz here for life, ne? Ja, klar, schön. Ne? Dann bockt das. RTL gucken und Bildzeitung abonnieren. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich war und überlegen, ob ich Computerbild Computerbild kenne ich nicht, aber ich weiß wie gut die Bild ist, wie gut die recherchiert und so und wie gut die immer die Informationen liefert. Dass ey, da könntest du ja dort arbeiten. Ja, ich arbeite als Bildredakteur. Geil. Oh, das würde so denn du brauchst sowieso keine Kenntnisse, du musst einfach nur gut schreiben können. Eigentlich dann überqualifiziert als Fachabiturient. Als Realschüler bin ich ja schon überqualifiziert. Nee, dann merken die, wie du schreibst. Nee, du bist unterqualifiziert. Dann muss ich von den Storys her würde es passen, wenn du deine Geschichten sowieso... Dann erzählst du jemals, was warst. Aber... Zu den Storys gehe ich dann aber nach mitten im Leben. Hä? Zu den Storys gehe ich nach mitten im Leben. Ja, stimmt. Und dann musst du dir nur noch beibringen, wie man bei RTR redet. Also, egal was du sagst, du nuschelst und es wird mit einem Untertext geschrieben, ja? Ah ja, stimmt. Ja, okay. Kann ich mal aufschreiben. Genau. Nee, das wird ja noch aufgeschrieben von den Leuten da, die mal schreiben gelernt haben. Die tippen das dann ein und dann steht da so ein Untertitel. Ach so. Und dann musst du immer komisch und nuschelnd reden. Und immer schön Hartz IV-mäßig, das heißt, wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich mag André nicht. André, keine Ahnung. So, du musst dann zusprechen mit Sherm Let's Play, das macht dann so. Das kann ich nicht. Nein, ich mag German Let's Play, der ist mir viel zu sozial für RTL. Jeder Mensch ist eigentlich recht sozial, aber... Jeder Mensch drückt es anders aus. Vor allem Christian. Eigentlich ist er so der sozialste Mensch der Welt, nur er kann nicht. Ich darf nicht. Wurde ihm verboten. Mein Heimatplaneten verbietet mir das halt. Das ist echt super, gut zu wissen. Ey. Du bist so ein E.T., ne? Ja, nur dass er einfach nur da war. Ich kenne den IT-Film gar nicht mehr. Ich habe schon so lange nicht mehr geguckt. Ach, du warst oft im Schrank. Und wolltest nach Hause telefonieren. Nee. Ja klar, mit deiner Banane, weißt du? Absolute Weltherrschaft halt. Ja, deswegen wolltest du nach Hause telefonieren. Ja, wo bleibt meine ultimative Zerstörungswaffe? Ist so. Hast du eBay angerufen? Wo bleibt meine absolute Zerstörungswaffe? Und da wo du wurdest, hast du so ein Funkloch, deswegen musstest du so ein Apparat erfinden. Ja. Ich hab den Kopf. Und so entstand eBay. Ja, also meine Scheiße. Ich hab jetzt über 50 Top-Beleber. Müsste reichen für das des Spiels. Nein. Top-Beleber? Ja.
Weil ich nicht weiß, wie das Kraut jetzt heißt. Vitalkraut. Ja, dann habe ich halt 50 Vitalkräuter. Sollte ein bisschen reichen. Ja. Wenn ich Glück habe, reicht's für den Champ. Ich würde sagen, das war's dann auch wieder von dem Part. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.